Und wir wechseln von der Halle ins Freie und nach Tirol. Die kleine Gemeinde Itter hat vor kurzem anlässlich der Staatsmeisterschaften die heimische Elite im Crosslaufen beherbergt. Und wir haben uns die Königsdisziplinen für sie angesehen. Jetzt sind sie losgelassen! 10 um den Team auf 1000 Meter! Beim Crosslauf kommt es auch auf alle Techniken drauf an. Das ist, da muss man schnell sein, muss man kraftvoll sein, da muss man technisch gut laufen. Eigentlich ein kompletter Läufer. Lokalmatador Simon Lechleitner gibt bei der Crosslauf-Staatsmeisterschaft über die 10.000 Meter, also bei der Königsdisziplin, von Beginn an Vollgas, macht das Tempo, zieht das hochkarätige Feld auseinander. Dann bildet sich aber eine vierköpfige Spitzengruppe ohne Lechleitner. Er muss seinem hohen Anfangstempo Tribut zollen. Zu Beginn der fünften Runde steigt Titelverteidiger Christian Steinhammer aus. Wegen Oberschenkelproblemen. Alles spitzt sich auf einen Dreikampf zu zwischen den DSG Wien-Kollegen Timon Theuer und Stefan Listerbart und dem Salzburger Manuel Innerhofer. Theuer kann sich in der siebten Runde absetzen und läuft solo als absoluter Überraschungssieger in 34 Minuten und 54 Sekunden zu seinem ersten Staatsmeistertitel. Vom Gefühl her war es erstaunlich locker, muss ich sagen. Also das klingt, soll nicht überheblich klingen oder irgendwie, aber es ist einfach gut gelaufen. Ich mag das ein bisschen hügeliger, liegt mir zum Teil. Also das, vor allem das Bergabstück war angenehm, ich komme also wieder runter. Ist halt groß. Also. Silber geht an Manuel Innerhofer, Bronze an Stefan Listerbart. Auf die Plätze! Die Damen laufen bei dieser Großstaatsmeisterschaft 5000 Meter, sprich 5 Runden. Und da ist eigentlich schon vor dem Rennen klar, wer es gewinnen wird. Andrea Meyer. Die Ärztin läuft prinzipiell die Konkurrenz in Grund und Boden beim Crosslauf, Berglauf, Marathon. Und auch der zweite Platz scheint relativ schnell vergeben zu sein an die erst 18-jährige Lena Milonik, Tochter der österreichischen Lauflegende Dietmar Milonik. Ihr auf den Fersen ist Bernadette Schuster, allerdings mit einem bereits relativ großen Rückstand. Es kommt, wie es kommen musste. Andrea Meyer, die aktuelle Weltmeisterin im Skibergsteigen, holt ihren 52. Staatsmeistertitel. Da sind auch die Goldenen auf Skiern und dem Fahrrad inkludiert. Naja, am Anfang ist die Lena schon mitgelaufen mit mir und ich weiß ja, dass die Lena momentan recht schnell ist. Ich weiß, dass ich momentan viel Kraft habe durch die Skibergsteigen und sie recht schnell ist. Und ich habe halt gehofft, dass die Strecke möglichst anstrengend ist, dass dann doch mehr Kraft überwiegt. Ja. Österreichs große Laufhoffnung Lena Milonik wird Vizestaatsmeisterin im Crosslauf. Bernadette Schuster holt sich im Tiroler Itter Bronze.